Eines würde mich interessieren, ja. Wenn das Universum auf unserer Seite steht und so, ja. Warum geht es vielen von uns eigentlich dann trotzdem so prächtig? Es mag uns, weil wir nur zu 4% aus Bewusstseinen bestehen, noch nicht bewusst sein, dass in uns selbst Verschwörungen noch da sind und noch zu lösen sind, zu heilen sind. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass wir uns dessen bewusst werden, dass auch wir noch, jeder Einzelne von uns, ich spreche hier auch von mir, der Heilung bedürfen. Ja? Und ich glaube, wenn wir das wirklich tun, das heißt kohärent werden mit unserem eigenen Herzen, mit der Liebe, mit dem Einklang von Empfangen und Geben, dann können wir, glaube ich, einen gar nicht abzuschätzenden Beitrag zum Frieden leisten. Mich würde jetzt noch interessieren, also wenn ich mir vorstelle, es gibt sicher auch Leute unter uns, die vielleicht einen sehr logischen Zugang haben zu dem ganzen Thema oder ja, so Aktion-Reaktion-Zugang, wenn man so will. Ja. Was würdest du sagen, wie finden die da einen Anfang? Also was wäre ein Schritt, um zu sagen, man lässt sich ein bisschen auf dieses Thema ein? Was wäre da ein guter Anfang? Zu versuchen, so etwas wie eine Psychohygiene zu betreiben, indem man sich in den Mut aufbringt, sich auf sich selbst einzulassen, sprich auf den größten Teil seiner selbst, der nicht im Gedankenkarussell liegt, sondern zunächst mal in dem, was man wirklich fühlt, den Mut zu haben, die eigenen Gefühle zu fühlen und über den Weg der Gefühle in das Herz zu kommen, dorthin, wo man wirklich zu Hause ist. Und es mag sein, dass das zunächst erschreckend ist, dass wir Angst davor haben. Ich weiß, wovon ich rede. Und trotzdem führt kein Weg daran vorbei, wenn wir uns selbst und andere kennenlernen wollen, dass wir den Mut haben, uns auf unser eigenes Wesen einzulassen, das mehr am Herzen liegt als in Gedankenkarussell. Dankeschön. Können wir den Lautsprecher, sage ich den.